Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Wie du unschwer erkennen kannst, soll es heute einmal um den Fuß gehen, beziehungsweise näher gesagt um das Sprunggelenk. Und zwar zeige ich dir einmal, wie du mit ganz einfachen Übungen für zu Hause nachhaltig die Beweglichkeit deiner Sprunggelenke verbessern kannst. Wir kommen direkt zur ersten Übung, und zwar soll es darum gehen, die Streckfähigkeit im Sprunggelenk zu verbessern. Diese Übung findet gleich im Stehen statt. Damit du das Ganze ausreichend gut sehen kannst, wird mein Gesicht kurz abgeschnitten sein. Das tut aber nichts zur Sache. Ich erkläre ganz normal alles dabei und lade dich, wie gesagt, dazu ein, das Ganze beim Zeigen auch mitzumachen. So, im Stand angekommen soll es einmal darum gehen, dass man die Bewegung im hinteren Bein, beziehungsweise uns geht es ja um das Sprunggelenk, verbessert. Das heißt, es geht jetzt in dem Fall immer um das rechte Bein. Wir stellen uns in eine Art Ausfallschritt hin. Beide Beine haben einen stabilen Stand. Wichtig ist bei der Übung gleich, dass die hintere Ferse immer stehen bleibt. Jetzt seht ihr gerade, beide Knie sind ganz leicht gebeugt. Das soll auch so bleiben. Und unser Ziel ist es jetzt, sich vorzustellen, dass das rechte Bein, also das hintere Bein, vom Kniegelenk aus leicht nach vorne schieben soll, ohne dass die Ferse abhebt. Wenn ihr das macht, also das Knie so wie ich jetzt gerade, ganz leicht nach vorne schiebt, dann werdet ihr merken, es kommt eine ordentliche Bewegung im Sprunggelenk an, die Ferse bleibt stehen. Und dann gibt es zwei Varianten, wie ihr das machen könnt. Erstens statisch, das heißt, ihr nehmt euch 30 oder 45 Sekunden Zeit und haltet einfach mal am Bewegungsende diese Bewegung fest und schaut mal, wie sich die Spannung im Gelenk oder in den Muskelweichteilen verändert. Variante 2 ist das Ganze etwas dynamischer zu gestalten. Das heißt, am Bewegungsende, wie ihr anhand der Unterschenkel- bzw. Kniebewegung bei mir sehen könnt, etwas dynamischer, schön vorsichtig, aber schon die Grenzen austesten und da einfach mal so ein bisschen rantasten. Wo geht's nicht weiter? Da bleibe ich eine Weile. Schaue, wie ist das nach einer Minute? Geht's vielleicht ein Stückchen weiter? Versuche wieder ein Stückchen weiterzukommen und so weiter. Ergänzen kann man dazu, anstatt jetzt zu sagen, ich gehe stumpf geradeaus mit der Bewegung. Nun hat die Gelenkkapsel und das Gelenk an sich ja verschiedene Bewegungsradien. Wir können jetzt zum Beispiel selber auf die Suche gehen, wo denn überhaupt Restriktionen vorhanden sind. Dafür kann ich jetzt zum Beispiel, anstatt nur nach vorne zu schieben, mal vorsichtig ein paar Grad noch zur Seite schieben. Das heißt, das Knie ist ganz leicht nach außen gerichtet. Im Sprunggelenk werden jetzt andere Kapselanteile des Gelenks auf Zug gebracht. Und auch da kann ich mal gucken, okay, wo ist ein Ende? Da bleibe ich dann einfach mal ein bisschen, da fühlt es sich fest an. Da einfach mal etwas bleiben oder wieder Variante 2, dynamisch etwas nachfedern, vorsichtig. Und zwischendurch dann auch mal die Spannung auflösen und mal gucken, ja, wie verkraftet das Sprunggelenk überhaupt diese Grenzbewegung am Ende. Das Ganze jetzt nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Es geht immer noch um das hintere Bein. So sieht es aus, wenn man es nach vorne schiebt. Ich kann es halten, statisch oder dynamisch, leicht federnd. Und dann suche ich mir die verschiedenen Kapselanteile aus. Die Ferse bleibt immer stehen dabei. Und dann so sieht das dynamisch aus. Das war bereits die erste Übung. Wir kommen direkt zur Übung Nummer 2. Jetzt geht es um die sogenannte Inversion. Das heißt, das ist so eine Kippbewegung des Fußes, die auch häufig eingeschränkt sein kann. Ich werde jetzt gleich wieder in den Zoom gehen, damit du es besser überschauen kannst, und lade dich wieder dazu ein, die Übung direkt mitzumachen. Viel Spaß dabei. Es soll wieder um meinen rechten Fuß gehen. Und zwar ist diese Übung wirklich sehr simpel. Ihr stellt einfach euch den Fuß auf die Außenkante und dann geht es um eine Abkippbewegung nach innen. Quasi so, ihr könnt euch das vorstellen, als wenn ihr unter euren Fuß schauen möchtet. Die Kante bleibt so aufstehen, dann kippt ihr das aktiv. Und auch da wieder nach dem gleichen Prinzip wie eben. Das heißt, ihr könnt das einfach mal statisch halten, wenn ihr mögt. Oder ihr sorgt dafür, dass es wieder etwas dynamischer passiert. Das heißt, am Bewegungsende nochmal so ein bisschen ganz leichte Kippbewegungen mit reinbauen und da einfach ein Gefühl für entwickeln.
Die nächste Übung zielt auf die genau entgegengesetzte Bewegung ab. Gerade haben wir von einer sogenannten Inversion gesprochen, das heißt einer Kippbewegung nach innen. Jetzt möchten wir eine Kippbewegung nach außen haben, die sogenannte Eversion. Ich zeige es dir einfach mal wieder aus der Nahaufnahme. Fühl dich eingeladen, das Ganze mitzumachen. Und ja, viel Spaß dabei. So, der Fuß steht wieder auf dem Boden. Es geht wieder um die rechte Seite. Dieses Mal ist aber die Innenkante abgestellt und die Außenkante hängt in der Luft. Und über die Innenkante möchtet ihr nun den Fuß quasi abrollen. So, als wenn man die Kippbewegung nach außen macht. Hier noch einmal aus einer anderen Perspektive. Die Innenkante ist aufgestellt und ihr versucht über diese Innenkante den Fuß zu mobilisieren, um so die Eversion anzubahnen. Wieder nach dem gleichen Prinzip, entweder statisch halten oder etwas dynamisch am Ende mobilisieren. Ein letzter Perspektivwechsel von außen. Hier seht ihr dann wunderschön, wie die Außenkante hochgeht. Ich rolle über die Innenkante ab und die Eversion wird so schön mobilisiert. Gerade mache ich das Ganze dynamisch, statisch wird es dann so aussehen, hier ist ein Ende bei mir und ich halte einfach mal für 30, 45 Sekunden dort und schaue mal, wie das Gewebe und das Gelenk darauf reagiert. So, schön, dass du bis zum Ende eingeschaltet hast. Es geht auch schon um die letzte Bewegung und zwar ist das die Kippbewegung bzw. Beugebewegung nach unten im Sprunggelenk, auch Plantarflexion genannt. Diese Bewegung ist, wenn man es mit den anderen vergleicht, wohl eher seltener eingeschränkt. Es gibt trotzdem regelmäßig Fälle, zum Beispiel nach Operationen oder auch so einfach, dass diese Bewegung im Seitenvergleich vielleicht eingeschränkt ist etwas. Tatsächlich bin ich gerade schon im Fersensitz und auch das ist die Übung, die ich euch quasi dafür vermitteln möchte. Ich halte mich einmal hier an der Bank fest und mache es mal vor, wie man es quasi von Anfang an beginnen sollte einzuleiten. Ihr könnt euch irgendwo festhalten, euch eine weiche Untermatte nehmen, zum Festhalten zum Beispiel einen Stuhl und dann vorsichtig auf die Knie abstützen und dann langsam mit dem Po Richtung Fersen gehen und mal schauen, ob die Sprunggelenke bzw. die Kniegelenke das überhaupt zulassen. Und dann in der Position vorsichtig das Gewicht abgeben, mit dem Po quasi auf die Fersen. Dann könnt ihr euch auch langsam lösen und den Körperschwerpunkt etwas nach hinten verschieben. Da natürlich würde ich aufpassen, das ist keine Übung, die ihr jetzt frühzeitig nach einer Operation oder ähnliches machen solltet. Das ist wirklich eine Übung, wenn da endgradig noch Bewegungseinschränkungen in diese Beweglichkeit vorhanden sind. Dann könnt ihr das machen und das auch wirklich schön vorsichtig, das heißt nicht so rucki-zucki mit Gewalt, sondern langsam rantasten und gucken, wie das Sprunggelenk darauf reagiert. In diesem Fall jetzt zum Beispiel einfach mal gucken, immer mehr Gewicht abgeben. Jetzt gerade haben wir ja quasi schon automatisch eine statische Dehnung bzw. Mobilisation und das Ganze ist natürlich dort dynamisch schon ein bisschen schwieriger, aber auch da kann man so ein bisschen durch Drehung und Verschieben gucken, dass man verschiedene Kapselanteile trifft und dort einfach etwas dynamisch weiter arbeitet. Aber bei dieser Übung würde ich eher empfehlen, statisch mal eine halbe Minute oder mal eine Minute einfach wirklich so zu bleiben und da das Gewicht auf die Fersen abzugeben. So, das war es auch schon. 4 Übungen an der Zahl waren es. Ich hoffe, ich konnte es dir anschaulich vermitteln. Falls ja, dann lass mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Damit unterstützt du meinen Kanal und so kann ich mit der Zukunft wirklich weiter das Ganze aufbauen, noch mehr Videos posten. Über Feedback würde ich mich freuen. Einfach ab in die Kommentare damit. Und genauso, wenn du Fragen hast, stell mir die Frage. Ich antworte sehr gerne darauf. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, das sind alles quasi Mobilisationsübungen, um die Beweglichkeit deines Sprunggelenkes zu verbessern. Diese Übungen würde ich für den tagtäglichen Gebrauch empfehlen. Es ist besser also, jeden Tag für wenige Minuten das zu machen, anstatt nur einmal die Woche für eine Stunde oder länger das wirklich zu forcieren. Denn das ist Gewebe, das, wenn das wirklich eingeschränkt ist und da irgendwo noch, sage ich mal, ja, ein Ende erreicht wird und das Gewebe nicht ganz so elastisch ist, die Gelenkkapsel sich nicht ganz so gut entfalten kann, dann geht es darum, regelmäßig Reize auf das Sprunggelenk zu haben. Und das schafft ihr eben durch tagtägliche Wiederholungen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir eure Erfolgsstories in diesem Zusammenhang
berichten würdet und ich euch so helfen konnte. Und wir sehen uns damit im nächsten Video. Viel Spaß und bleibt auf jeden Fall gesund.